Hallo und willkommen zurück zu Asterix Obelix. Wir sind hier beim Römer. Ah, die Römer verteidigen sich nicht los. Ah, das war man. Da waren wir. Seht ihr? Ich kann mich nicht erinnern. Oh,
Oh. Was passiert jetzt? Was gibt denn? Yeah.
Form zu bleiben. Stimmt's, Obelix? Ja, aber ich krieg langsam Hunger. Ich hab noch kein einziges Wildschwein gesehen. Was essen denn die Römer? Ah, das ist richtig.
auch stärker? Nee. Leider. Das ist doch auch irgendein Weg. Das ist nur verschwindet. Da ist er ja. Bravo, bravo! Schaut, ich habe herausgefunden, wie man ins kleine Venezia kommt. Aktiviert diese Ausflugsboote. Ausflugsboote, was soll denn das? Die spinnen die Römer. Soldat, wir müssen da durch. Tut mir leid, kein Zutritt. Lass, Asterix. Ich werde mich opfern und diese Tür niederreißen. Unmöglich, Gallier, selbst wenn ihr Superkräfte hättet, die es sowieso nicht gibt. Aber selbst mit solchen Kräften wäre es unmöglich. Die Tür ist unzerstörbar. Kommt also am besten zurück, wenn ihr genug Geld habt. Denn so kommt ihr hier nicht rein. Aha. Zahl mal 500 Helme. Ist mir doch wurscht. Haben wir genug. Wir sind ja gut. Wir sind ja gut. So. Ladevorgang läuft. Schade. Die spinnen die Venezianer. Ave Cäsar! Ave gleichfalls, Centurio Larry Kraft. Und? Hast du Neuigkeiten? Zwei Cäsar. Eine gute und eine schlechte. Ich hasse Neuigkeiten, die paarweise auftreten, Larry Kraft. Die erinnern mich an zwei unwirksame Gallier, die ich aus Amorika kenne. Darum geht's ja, Cäsar. Sam Schiffer hat die Gallier über unsere Operation informiert. Er befindet sich zurzeit sogar mit zwei Kriegern in Las Vegas. Beim Jupiter! Er ist hier mit Asterix und Obelix? Ich kenne ihre Namen nicht, edler Cäsar. Einer ist klein, mit Schnurrbart. Der andere dick, mit Streifen. Ah! Sie müssen aufgehalten werden, ganz egal wie. Sende alle verfügbaren Truppen. Bei Juno, Larry Kraft. Steh auf und geh! Craft. So, jetzt sind wir da mal. Wir haben neue. Hä? Ist das Raymond-Zeichen? Okay, kann man nicht fahren mit den Gondeln. Schade.
So, dann würde ich mal sagen, hier machen wir ein Päuschen. Danke fürs Zusehen, so wie immer. Und wir schauen, dass wir mit Asterix Obelix schnell weiterkommen, denn wir wollen das schaffen und den Druiden retten. So, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.